Regensburg gegen den ersten FC Saarbrücken. Der erste FC Saarbrücken, viele werden sich daran nicht mehr erinnern, war 1963 Gründungsmitglied der Fußball-Bundesliga. Zum letzten Mal gesichtet im Oberhaus dann 1993. Und dann verflüchtigt sich ein bisschen der Weg der Saarbrücker im Profifußball. Es gab einen richtigen Abstieg bis in die fünfte Liga. Da konnte es eigentlich nur aufwärts gehen. Es war schon zwischenzeitlich eine ziemliche Bankrotterklärung. Aber dann Meister in der Oberliga und dann ein Jahr später, 2010, der Aufstieg als Regionalligameister. Saarbrücken ist wieder zurück im bezahlten Fußball. Weitere Schritte nach oben sind da eigentlich nicht ausgeschlossen. Und nach anfänglichen Problemen haben die Saarbrücker sich wirklich zurechtgefunden, sind seit 4 Spielen ungeschlagen. Und Bernd Schmelzer, es könnte heute auch was gehen bei den starken Regensburgern. Da allerdings kann Trainer Markus Weinzierl auf seine Bilanz gegen sein Saarbrücker Pendant verweisen. Dreimal lieferte er sich als Spieler Zweitligaduelle mit Kollege Luginger und blieb dabei unbesiegt. Saarbrücken in Schwarz-Blau mit Mann. Dann Zeit gegen Karikari. Situation geklärt. Eigentlich Zeit setzt nach. Özbeck, Jarosch. Nächster Versuch. Zimmermann, da ist die Lücke. 1-0 für den Tabellenelften Nico Zimmermann. Da hatten alle mit total defensiv orientierten Saarländern gerechnet. Und dann sowas. Grund jedweden Regensburger Übels ist das schwache Zweikampfverhalten von Karikari. Das ist Larifari, wie er sich von Zeitz den Ball wieder wegnehmen lässt und damit für restlose Verwirrung in der eigenen Hintermannschaft sorgt. Auch Zimmermann kann sich in aller Ecke die Ruhe aussuchen. Hoffmann im Tor der Gastgeber ist die Sicht versperrt, deshalb keine Reaktion. Die Bilanz von nur einem Gegentor aus den letzten 4 Partien hat Lugingers Team selbstbewusst gemacht. Von Respekt vor dem Favoriten keine Spur. Özbeck, eine Viertelstunde ist da vorbei. Der Jan tut sich unglaublich schwer, findet keinerlei Rhythmus, das Ganze rund 30 Minuten lang. Dann Temür, Fortel dazwischen, Marina krabbelt da nur, Schweinsteiger. Da ist ganz, ganz viel auch der Zufall mit von der Partie. Individuelle Patzer auf beiden Seiten, Missverständnis zudem zwischen Buchner und seinem Keeper. Für Regensburg die erste nennenswerte Gelegenheit. Unter den Zuschauern auch Slalomstar Felix Neureuther, ein bekennender Jahn-Fan. Sein letztes freies Wochenende, dann geht's ab in die Berge. Saarbrücken mit Zeitz. Özbeck. Vorbei an einem freundlichen Regensburger Abwehrspalier. Stiegler alleine, Fuchs auch. Na denn. Schnörkellos und gnadenlos. Saarbrücken spielt das ganz, ganz gut. Aber die Jahn-Abwehr macht es dem Gegner auch sehr leicht. Natürlich fehlt der Binder links in der Viererkette. Doch das darf keine Ausrede sein. Viel passt da nicht zusammen. Saarbrücken ist auswärts in 3 von 4 Partien ohne Tor geblieben, hat sich jedoch im Verlaufe der Saison spielerisch kontinuierlich verbessert und gibt Weinzierl und Co. in der ersten Halbzeit Rätsel auf. Für die zweiten 45 Minuten baut der die Abwehr um und setzt dadurch neue Impulse. Schweinsteiger. Selten konnte er so agieren, weil aus dem Mittelfeld auch nichts kam und dann halt. Die beste Phase der Gastgeber bislang. Temür, endlich mehr Bewegung. Haller, nochmal Temür. Jarosch, jetzt rechts und Klaus, der nach der Pause Schlauderer ersetzt. Deutlich mehr Engagement zu spüren. Und die Spielfreude gibt es obendrauf. Laurito, Stoilov und Haller. Saarbrücken ist stark unter Druck. Für Jürgen Luginger, einen gebürtigen Niederbayern übrigens, ist es jetzt wesentlich ungemütlicher als zuvor. Zellner beim Freistoß. Mann klärt. Für den Ball fühlt sich aber jetzt kein Saarbrücker mehr zuständig. Laurito an die Latte. Schweinsteiger und Tor. Entscheidet das Schiedsrichtergespann. Anschlusstreffer für den Jahn. Mit kurzer Verzögerung. Tobias Schweinsteiger, auch das relativ kurios, Laurito, der eine echte Bereicherung ist. Marina kommt nicht richtig dran. Und dann fällt der Ball Schweinsteiger auf die Brust und rollt über die Linie. Stiefler kann es nicht verhindern. Tor ist verdient. Regensburg besser in der zweiten Halbzeit. Und Neureuther hat immer an Schweinsteiger geglaubt. Schlussphase, wieder Zellner. Maul, Marina kommt. Oh je, yeah, oh je, yeah, oh je. Yeah. Haller, danke sagt der Ausgleich. Ein Geschenk.
Und der muss natürlich wieder aufgebaut werden. Hat so gut gehalten in den letzten Wochen. Aber heute Enver Marina. Das ist natürlich eine glatte 6. Da gibt es nichts zu beschönigen. Nach 0:2 jetzt 2:2. Das Regensburger Dankgebet heute Abend muss zwingenderweise ein Ave Marina sein. Aber noch ist es ja nicht vorbei, das Spiel. Letzte Minute. Zimmermann. Wieder ans Aluminium. Michael Hofmann, verständlicherweise hochgradig aufgeregt. Ein Spiel, das an die Nerven geht. 2:2. Zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten. Weinziels Serie gegen Luginger Held. Der wiederum hat den Ausgleich total verpasst. Beim zweiten habe ich mich schon weggedreht gehabt. Da habe ich eigentlich gar nicht mehr richtig gesehen, was passiert ist. Aber Enver hat uns sonst auch immer die Kiste sauber gehalten. Also von dem her kein Vorwurf an ihm. Wir haben das Heimspiel heute begonnen. Also ich weiß nicht, ob wir alle noch im Bett waren. Aber es geht natürlich gar nicht, so aufzutreten. Und Saarbrücken hat es ganz klar effizient gespielt, war haushoch überlegen. Und unterm Strich kannst du hochzufrieden sein, hier noch einen Punkt mitnehmen zu können. Ein Spiel, das beiden Abwehrreihen noch lange in Erinnerung bleiben wird. Aber einmal mehr von den Torhütern ausgebadet werden muss. So kann man das auch interpretieren. Immerhin Saarbrücken die Serie gehalten, seit 5 Spielen jetzt ungeschlagen. Die Ergebnisse der dritten Liga und auch die Tabelle. Also Koblenz-Offenbach, wie gesehen, 0:1. Regensburg, Saarbrücken 2:2. Erfurt, Jena 2:1. Bremen, die zweite Mannschaft, gegen Burghausen 1:1. Aalen mit Doppel-A gegen Heidenheim 2:1. Und Wien-Wiesbaden gegen Sandhausen 2:0. Gestern Unterhaching-Babelsberg 1:0. Und Aalen gegen Dresden 0:1. Wir schauen uns mal die Tabelle an. Offenbach verteidigt durch den Auswärtssieg die Tabellenführung, hat 8 von 10 Spielen bis jetzt gewonnen. Wien-Wiesbaden springt durch den Heimsieg gegen Sandhausen erstmal auf Rang 2. Regensburg geht hoch auf Platz 3. Aber morgen trifft ja Braunschweig im Verfolgerduell auf Rostock. Zu sehen hier bei uns in der Sportschau am Sonntag. Koblenz Platz 8 und Platz 9. Ja, Erfurt klettert durch den Derby-Sieg dorthin und taucht zum ersten Mal in dieser Saison in der oberen Tabellenhälfte auf. Wir schauen uns die andere Seite an. Saarbrücken bleibt somit auf Position 11 nach dem Unentschieden. Und Jena holte aus den letzten 7 Spielen nur 2 Punkte und rutscht damit auf einen Abstiegsplatz.